Ja, danke Tobias erstmal für die Einladung, den Pitch hier zu halten. Ich habe mir das überlegt, wie ich es aufbaue und habe mich dann dafür entschieden, mit einem Spruch anzufangen. Ich glaube, den unterschreibt jeder: Lebe, als würdest du morgen sterben. Der geht aber noch weiter: Lerne, als würdest du ewig leben. Und der kommt nicht von mir, sondern der kommt von Mahatma Gandhi. Und auf den kommen wir ganz am Ende nochmal zurück. Und wie möchte ich das aufbauen? Das Lernen hat sich gewandelt und wird sich weiter wandeln. Und ich möchte drei Lebensläufe mir ganz kurz angucken. Das ist einerseits der meines ehemaligen Kollegen, der ist 2007 in Ruhestand gegangen, ein typischer Siemens-Ingenieur. Mein Lebenslauf, da gibt es dann auch ein paar Sparks zu meinen letzten Lernstationen und die These, Weiterbildung gibt es an jeder Ecke. Und da bekommt ihr ganz viel mit, wo es die Ecken gibt, wo man was lernen kann. Und dann gucken wir nochmal drauf, wie denn das mit dem Lernen meiner Kinder aussieht oder aussehen wird. Ich habe das mal so ein bisschen dargestellt, der Lebensweg eines Siemens-Ingenieurs. Geht relativ gut los mit der Grundschule, mit dem ABC, dann kommt der Taschenrechner in der Realschule dazu, dann macht man die Lehre bei Siemens, nebenbei macht man Abitur, dann studiert man, ist immer noch bei Siemens. Dann wechselt man die Firmen, ohne jemals seinen Schreibtisch zu wechseln, weil Siemens natürlich da auch gerne jemanden mal verkauft und so weiter und so fort. Und schließlich und endlich geht man in Rente. Das Ganze war spätestens ab dem Weg, wo man bei Siemens ist, relativ gut vorgeplant. Und das ging so durch. Er hat uns gesagt, das wichtigste Learning, was man jedes Jahr hatte, war der neue Siemens-Katalog. Denn der gute Siemens-Ingenieur konnte den auswendig. Soweit. Wie man sieht, in dem Lebenslauf sind wenig Veränderungen drin. Er ist als Elektroingenieur hier unten irgendwo gestartet oder als Elektrolehrling, hat dann studiert in der Richtung. Das heißt also, da war kaum Veränderung drin. Und jetzt gucken wir mal auf meinen Lebensweg. Ich gehe da ein bisschen rein, weil der ist natürlich nicht so lang. Bei mir ging es auch los unten mit der Kombination Real- und Grundschule aus dem einfachen Grund, weil ich in der DDR groß geworden bin und damit das zusammenhängt. Dann habe ich eine Ausbildung als Kfz-Schlosser gemacht, Abitur und Zivi. Kfz-Schlosser bin ich also ganz stark im Metall drin gewesen. Dann habe ich aber studiert, weil mein Lehrer gut war, Elektrotechnik. Und die Learnings, die ich dabei hatte, habe ich immer rot eingekreist. Ich habe neben dem eigentlichen ingenieurtechnischen Studium für E-Technik, bei mir fängt Strom an, dann, wenn man ihn hört, habe ich ganz massiv BWL und Jura mitgezogen. Aus dem einfachen Grund, das war der erste Job über Vorlaufforschung für das Unternehmen und Dehn und Söhne hier aus Neumarkt. Ich sollte eine Firma übernehmen. Jemanden, der in Ruhestand gehen wollte, EMV und Blitzschutz, bin dahin, habe festgestellt, funktioniert nicht. Habe gewechselt zu VW in den Einkauf. Das heißt also, das bisher hat noch gepasst. Jetzt bin ich plötzlich im Einkauf bei Automotive. Und zwar Elektronikstrategie. Sowohl Software als auch Hardware. Also der erste Change. Das hat auch nicht lange gehalten, weil ich dann irgendwann Klimakompressoren einkaufen durfte und das natürlich meine Vorstellung schon immer war. Dann bin ich weitergegangen in ein Unternehmen, das sich mit Software-Simulationen beschäftigt. Da das, wie der Max, das Gründerzentrum ist, war das ganz nah an der Uni und ich habe die Uni als Weiterbildungspool genutzt, habe dort Lehrgänge gehabt für 20 Mark seinerzeit, die heute so um die 1000 Euro kosten, weil das einfach die Uni Jena war, die hat dort ihre Sachen ausprobiert. Ja, dann bin ich weiter und da kreuzt sich der Lebensweg mit meinem Kollegen Framatome und Areva. Da waren meine zwei großen Learnings einerseits alles, was mit Projektmanagement zu tun hat, also über wirklich R&D-Projekte, strategische Projekte bis hin zu Krisenprojekte übernehmen und dann da reingrätschen und die wieder auf Stand bringen. Und das zweite ist Leadership. In der Organisation sich weiterzuentwickeln und dann auch die Führung für andere Mitarbeiter zu übernehmen. Das war da dran. Dann bin ich, ist ein bisschen klein geraten, zum TÜV Nord gegangen, sollte dort strategische Sachen übernehmen. Habe das auch gemacht und dann hat sich das aber geändert. Und dann die drei letzten, die gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Das eine ist Shift School, das ist so nach der TÜV-Zeit gewesen. Dann Elektrobit, da arbeite ich jetzt und dann gucken wir noch aufs Team Benedikt. Da gucken wir jetzt genauer hin. Rente kommt bei mir vielleicht auch irgendwann, aber ja, im Moment ist das noch weit weg.
Gucken wir zuerst auf die Firma. Ich glaube, das ist das Naheliegendste für viele, wo der Pool ist, wo man lernen kann. Bei uns gibt es ganz, ganz verschiedene Formate in der Firma. Es gibt so Formate für Kollegen, von Kollegen. Einerseits das Company Colloquium, was technisch, also vom Thema her komplett frei ist. Die Understanding Sessions sind dann auf unser Produkt gemünzt, auf die Sachen, die damit zusammenhängen. Dann gibt es aber auch eine ganze Menge Dojos. Ich meine, Coding Dojo kennt vielleicht der eine oder andere, aber ein Visualization oder Moderation Dojo vielleicht gar nicht. Dann habe ich nachgeguckt, jetzt in Vorbereitung hier drauf. Wir haben 44 Communities, die sich mit weiß der Gott was beschäftigen. Also da finden sich Leute zusammen, die sagen, ey, ich habe Interesse daran und mach weiter. Unter anderem haben sich welche da zusammengefunden in einer Software-Company, die sich darum kümmern, wie können wir denn grüner werden? Und dann gibt es noch ganz, ganz viele informelle Austauschformate. Unter anderem gibt es bei uns ein paar, die bieten, das sind die Cereal Sisters, die bieten eine Müsli-Bar an. Das heißt, da kann ich hinkommen und kann mein Müsli essen. Und Müsli essen ist das eine, das ist ähnlich wie beim Brown Bag. Man redet dabei und man lernt andere Leute kennen, man lernt andere Sichtweisen kennen, man vernetzt sich. Und das sind die eigentlichen Learnings dann auch, die dabei passieren. Dann gibt es etwas, was institutionalisiert ist. Ist das Competence Development Programm. Das heißt also, wenn jemand sich in eine Position rein entwickeln möchte, dann gibt es jetzt neu diese Competence Development Programme. Das ist ungefähr so für die, die es kennen. Für Leadership gab es und gibt es das in vielen Unternehmen. Bei uns gibt es das aber auch für die einzelnen Bereiche, unter anderem Agile, Project Management, Functional Safety, Cyber Security, also eine ganze Menge. Und dann gibt es, wie in jeder guten Firma, gibt es U-Boote, wo irgendwelche Leute irgendwas machen und keiner weiß was davon. Und jetzt sagt ihr, okay, schön, aber ich arbeite gerade nicht bei Elektrobits. Ich meine, das kann man ändern, aber was könnt ihr davon mitnehmen? Weil das ist für mich das Wichtige, dass ihr am Ende des Pitches auch sagt, ich habe was mitgenommen. Ich habe euch hier zwei Links reingestellt. Auf der Elektrobits-Seite gibt es Events. Das heißt, da gibt es immer wieder Vorträge und so Webinare, auf die man zugreifen kann. Und die sind auch aufgenommen. Auf YouTube findet man einen Teil davon. Ansonsten auch anmelden und live dabei sein, weil das ist wie beim Brown Bag, man kann sich die Aufzeichnung angucken, aber die ist nicht so toll wie die Sache an sich. Dann das nächste, das ist die Shift School. Das ist das, was ich nach dem TÜV gemacht habe. Warum habe ich das gemacht? Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und ich habe aber das Gefühl gehabt, ich muss den Staub aus meinem Kopf kriegen, weil TÜV ist doch mehr davon drin, was man als Vorurteil hat, als es ist. Und die Shift School hat sich total spannend angehört. Es war was Neues, was Unbekanntes, wo Leute was ausprobieren wollten. Da habe ich gesagt, okay, bin dabei. Die Class One also die erste Klasse ist ein halbes Jahr vor uns gestartet. Ich habe dann im Herbst 2016 angefangen. Und was ist Shift School? Das ist die erste Akademie für digitale Transformation in Deutschland. Und die Ausbildung geht über 18 Monate. Also nicht ein Wochenende und ich bin Digital Transformation Manager, sondern wirklich 18 Monate, 15 Monate Workshops sind es heute. Einmal im Monat, ein Wochenende, Samstag, Sonntag, Volldampf von früh bis spät. Und 3 Monate Abschlussarbeit. Es gibt Online-Kurse, es gibt Digital-Safaris. Wir waren in Berlin. Unsere Nachfolger hatten dann Berlin und München mit drin. Und da fiel dann neu dazu, was wir noch nicht hatten, also das Programm verändert sich auch immer, ist ein Reflexionswochenende auf dem Land, auf dem Hammerhof hier in der Nähe, wenn man in Fürth hinten rausfährt weiter, da kommt der Hammerhof, dort haben die das gemacht. Und dann gibt es eine Abschlussarbeit, die individuell ist. Das ist eine digitale Bestandsaufnahme und die Entwicklung einer Strategie und einer Roadmap für das eigene Unternehmen. Das kann also wirklich das eigen zu gründende oder gegründete Unternehmen sein. Oder auch das Unternehmen, wo ich arbeite. Also ich habe dort mir die Skizze erarbeitet in der Zeit für das, was ich in den letzten 2 Jahren dann auch in der Firma umgesetzt habe. Und es gibt dann noch nicht nur die Einzelarbeit, sondern die Teamarbeit, wo man real existierende Firmen virtuell attackiert. Das heißt, man greift ihre Geschäftsmodelle an, man guckt, wie kann ich deren Geschäftsmodell kaputt machen. Und es gibt, was jede Klasse organisieren muss, das Festival.
Die Class 5, die das dieses Jahr organisieren muss, hat das erste Mal die Herausforderung, das Ganze logischerweise virtuell zu machen und nicht real. Bisher war das immer in den Design Offices. Das heißt, die haben jetzt ganz neue Formate. Auch hier ist der Link wieder dahinter und hier oben der Link zur Shift School. Also hier ist Shift School Link und da ist der Link ins zum Festival. Da gibt es im Moment noch keine Informationen, die sollen aber jetzt die nächsten Tage kommen. Und es ist definitiv nichts für Leute mit einer ausgeprägten Komfortzone. Also wer das hat, sollte davon Abstand nehmen. Ansonsten, die Class 6 startet im Frühjahr 2021, also wenn ihr da Bock drauf habt. Und mein persönliches Learning, das ist auch mein Fun Fact, ich fahre jetzt direkt nach dem Brownback-Meeting ins Kloster Heiligkreuztal zum Shift School Alumni. Da treffen sich also 30 Leute etwa und reden über Digitalisierung im Kloster. Gut, und das andere ist wieder eine relativ kurze Geschichte. Das ist das Team Benedikt. Das kommt aus dem Competence Development Programm für mich, wo wir in der Ausbildung für die Leute auch Coaching-Elemente mit einsetzen. Das heißt, man kann bis zu einem gewissen Maß mit den Führungsmitteln einer Führungskraft coachen. Aber danach geht man weiter und ich habe gesagt, dann mache ich eine Ausbildung dazu, habe mir das rausgesucht, weil es halt auch wieder mal ein ganz anderes Setup ist. Also neben der Coaching-Ausbildung, die man, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen machen kann, ist es so, dass ich dort zum Beispiel dreimal am Tag meditiere. Das Essen, Frühstück und Mittag wird teilweise im Schweigen eingenommen. Also das ist für mich eine ganz, ganz schwere Sache, weil ich eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch bin und dann nichts zu sagen ist echt heftig. Okay, und dann gab es ja noch die These, Weiterbildung gibt es an jeder Ecke. Und hier kommen die Beispiele aus der Metropolregion, weil wir ja hier sind. Also Elektrobit hatte ich schon erwähnt. Das Josefs, Collaboration oder gemeinschaftliche Entwicklung. Ich gehe relativ schnell durch. Die Links liegen nachher immer hier dahinter. Also wenn ich hier drauf gehe, sieht man immer die Links dahinter. Dann gibt es Dana Asani, die ist wahrscheinlich weniger unbekannt. Die macht ganz tolle Sparks und ganz, also ein Sparkle Lab, ganz tolle World Cafés auch, häufig zum Thema Bildung. Deshalb passt das heute auch richtig gut rein. Dann gibt es Meetup in der Region. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich mir raussuche. Die Xing Ambassador Community. Wer Kinder hat, das ist die Voraussetzung dazu, also Kinder im coderfähigen Alter, der kann beim Nürnberger Coder Dojo mitmachen und lernt auch noch selber was dabei. Dann gibt es das Nürnberg Digital Festival, das dieses Jahr auch wieder anders sein wird, aber auch da in den Sachen kann man wunderbare Sparks mitnehmen, um sich weiterzubilden. 12 Minutes Me gibt es auch als 12 Minutes Innovate in Nürnberg. Dann der Agile Monday. Der Zollhof als Tech-Inkubator, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ihr mitmachen könnt. Dann gibt es die Ringvorlesung der FAU. Auch da gibt es tolle Sachen, zum Beispiel derzeit ja über Medien. Working Out Loud, muss ich gestehen, habe ich bisher aus Zeitmangel noch nicht gemacht. Aber das, was ich bisher mitgemacht habe und mitbekommen habe, eine ganz, ganz tolle Sache, wo ihr vor allen Dingen auch ein eigenes Projekt voranbringen könnt. Und es gibt auch das Brownback Lunch hier. Und ich hoffe, dass es das nach der Sommerpause dann auch weitergibt, dass sich das nicht wieder zurückzieht. Ja, also die Sachen, wie gesagt, ich werde die wahrscheinlich am Montag dann erst rausschicken, weil, wie gesagt, bei mir stehen schon meine Classmates auf der Treppe so ungefähr und warten, dass ich endlich fertig bin, weil wir dann losfahren wollen. Deshalb werde ich das wahrscheinlich dann Montag an den Tobias schicken und ihr könnt es dann gerne verteilen. Ja, der Lebensweg meiner Kinder ist relativ übersichtlich. Der ist nämlich im Moment noch von der Grundschule geprägt. Die erste geht jetzt dann ins Gymnasium. Und ich merke aber, dass das Pensum, was ich in der Grundschule hatte, heute nicht mehr geschafft wird. Ich habe das dann auch ein bisschen validiert. Meine Stiefmutter ist Grundschullehrerin gewesen. Wir haben wirklich Lehrpläne mal angeguckt, was war wann. Und den Kindern fehlt heute ca. 20% Stoff. Das heißt, das ist fast ein ganzes Schuljahr. Was die heute weniger an Stoff hatten, verglichen mit dem damaligen Lehrplan aus der DDR. Und das ist für mich schon eine Menge erschreckend, weil wenn sich das so durchzieht, mit wie viel weniger kommen die raus? Auf der anderen Seite, sie müssen ja eigentlich heute nicht mehr alles wissen, sondern müssten rausgehen und müssten gucken. Und ich habe euch eins mitgebracht. Da muss ich jetzt schnell den Dings umschalten. Im Browser.
Und dafür bin ich jetzt ruhig, sondern teile mein Dings mit. Fuck Education. Heute konkurrierst du nicht nur mit anderen Menschen um Jobs, du konkurrierst mit Maschinen. Und die sind bereits jetzt schlauer als du. Dein Smartphone ist schlauer als du. Ich bin Dominik, ich bin der Founder der Pang Academy, TEDx-Speaker und der Autor von Revolutioniere. In den nächsten 5 Jahren wird jeder zehn. Das ist gut. Okay, das ist das Live. Ich habe es vorhin einmal komplett geladen gehabt. Er sagt, dass ich heute nichts mehr auswendig lernen muss. Also das, was früher in der Schule gelernt wurde, findet heute nicht mehr statt, sondern weil Fakten kann ich mir über Smartphone holen. Ich brauche heute Empathie, ich brauche Führungsstärke, ich brauche Innovativität und diese Dinge, die Maschinen nicht lernen können. Der Link liegt hinterm Video. Also guckt euch das gerne an. Dann im Nachgang, sorry, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Und mit dem Wissen, was da ist, ganz kurz vielleicht ein paar Fakten, um das auch nochmal zu hinterlegen. Und da ist die Frage dann auch, wohin geht die Veränderung? Also was muss passieren? Das ist ein Interview mit einer Professorin der Sonderpädagogischen Entwicklungsförderung der Uni Rostock, die sagt, auf die Frage, was ist das Abitur 2020 wert, sagt sie genauso viel wie in den vergangenen Jahren, nämlich wenig. Es ist von hinten bis vorne Beschiss, niveaulos und ungerecht. Und es gibt wenige Studien, aber die Studien, die es gibt, sagt sie für Schleswig-Holstein, da haben nur ein Viertel der Abiturienten wirklich Abiturniveau erreicht. Und das entspricht etwa 10% des Altersjahrgangs. Und sie sagt auch, das ist in anderen Bundesländern, so gut und wertvoll das sein mag, nicht wirklich viel anders. Ich habe hier unten auch den Link mit reingepackt. Das heißt, ihr dürft dann gerne draufgehen und dürft euch das angucken. Es ist erschreckend, wenn man das sieht. Und damit wird natürlich das lebenslange Lernen, um das es ja geht, noch viel, viel wichtiger, weil man einfach mit weniger von vornherein kommt. Ja, und dann den Satz kennt ihr. Wenn man etwas aber noch bewegen will, sollte man nicht nur lernen, sondern, das ist für mich das Wichtige, man sollte das Wissen, was man hat, teilen. Ich habe das heute angefangen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ihr habt ein paar Impulse mitgenommen, wo ihr in Zukunft an jeder Ecke was lernen könnt. Und mit dem gebe ich zurück wieder zum Tobi.